Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute mit einer ganz besonderen Episode. Ihr mögt die Top 5 Serie und ich nenne euch jetzt die Top 5 der absolut überschätztesten Übungen und der unnötigsten Übungen, die es überhaupt gibt im Bodybuilding. Kleiner Disclaimer dazu, das hier ist natürlich meine Meinung. Ja, man muss dazu sagen, meine Meinung wiegt relativ viel, da ich 25 Jahre Trainingserfahrung habe und auch 17 Jahre davon als Personal Trainer. Dennoch ist es nur eine Meinung und ich bin so gespannt auf eure Meinung. Ihr werdet sicherlich eine ganze Menge andere Favoriten für diese Top 5 Liste haben, der absolut überschätztesten Übungen. Aber ihr werdet auch vielleicht andere Definitionen davon haben, was eine überschätzte Übung ist. Meine Definition einer überschätzten Übung ist die folgende. Übung, von der die meisten glauben, dass sie unheimlich effektiv ist oder die meisten einfach machen, ohne darüber nachzudenken, weil man sie nicht hinterfragen darf, weil sie einen heiligen Status hat, aber die eigentlich nicht wesentlich mehr bringt als viele andere Übungen, vielleicht sogar weniger. Eine Übung also, die man getrost beiseite lassen könnte, aber die wenigsten sich trauen, beiseite zu lassen. Meine Top 5 gehe ich von hinten an, sodass ihr jetzt schon mal raten könnt, was wird bloß Platz 1 sein bei mir oder die Top 3. Und ich bin sehr auf eure Top 5 gespannt. Platz 5, und es tut mir leid, liebe Damenwelt, Hip Thrusts. Das ist eine absolute Trendübung des Social-Media-Zeitalters, genauso wie Planks. Planks würden heute wahrscheinlich Platz 1 machen und so viel verrate ich schon mal, sie werden es nicht sein, denn die schaffen es noch nicht einmal, eine überschätzte Übung zu sein, weil sie einfach keine Übung sind. Dann müsste ich eine ganze Menge andere Sachen auch mit dazu zählen. Also Planks sind ausgeschieden, weil sie einfach nicht dazugehören. Hip Thrusts hingegen sind einfach nur total überschätzt. Es ist eine absolute Trendübung des Booty-Zeitalters, wo sich jede Frau einen knackigen Hintern antrainieren möchte. Und das sieht besonders attraktiv aus, wenn bei Instagram das so viele Leute machen. Am besten auch noch mit einer Langhantel oder natürlich mit diesen Maschinen hier. Aber tatsächlich, warum ist die so überschätzt? Nun ja, zum einen werden wir die gleichen Resultate erzielen und das sogar in viel natürlicherer Form und gleichzeitig andere Muskeln mitstimulieren, wenn wir das in unserem Beintraining, da wo es hingehört, mit einbauen. Das heißt, durch Kniebeugen, durch ganz besonders so etwas wie Ausfallschritte, Bulgarians, Split Squats und dergleichen. Das geht so richtig auf die Gesäßmuskulatur. Das hingegen hier ist eine völlig unnatürliche Übung. Und versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, jede Übung, die von Natur aus nicht für den Menschen vorgesehen ist, ist deswegen schlecht oder überschätzt. Nein, aber es ist ein Indiz dafür, dass diese Übung vielleicht mal überdacht werden muss. Denn sie gehört einfach nicht zu unserem Bewegungsapparat. Wir stoßen nichts mit der Hüfte nach oben. Also, nun ja, das alleine ist sicherlich nicht der Grund, aber vor allem ist es einfach nicht so effektiv von der Anspannung des Muskels wie so viele andere Übungen. Also, wozu machen? Einfach nur, weil es Trend ist. Platz 5, Hip Thrusts. Platz 4, jegliche Form von Schulterdrücken. Schulterdrücken ist eine der Standardübungen, die nicht fehlen darf. Generell die Schultern möglichst häufig zu trainieren, darf nicht fehlen. Alleine das ist schon überschätzt. Zu Schultern findet ihr eine ganze Menge auf dem Kanal. Schaut mal vorbei, dann wisst ihr, was ich davon halte und was ich dazu sage. Aber besonders diese Übung innerhalb des Schultertrainings macht meistens ganz besonders wenig Sinn. Warum? Nun ja, ihr drückt relativ viel Gewicht über Kopf. Aber es geht gar nicht auf den Teil der Schultermuskulatur, die ihr innerhalb eines Splitplans in der Woche vernachlässigt habt. Und das ist der mittlere Delta. Der bleibt schon mal aus. Vor allem geht es auf den vorderen Delta und der ist beim Brusttag schon genauso bestraft wie beim Schulterdrücken, wenn nicht gar sogar noch mehr. Dazu überlastet ihr euch aber schon ganz schön viel und nun ja, dieses Gewicht bringt einfach nichts, bis auf dass es euch viel Energie klaut. Also letzten Endes wird keiner dadurch starke Schultern geformt haben, weil er viel drückt. Wesentlich eher wahrscheinlich, weil er Seitheben macht und das nur mit einem Zehntel des Gewichts. Kennt ihr noch diese dämlichen Wrestling, glaube ich waren es, Spielzeugfiguren aus den 90ern, die irgendwie so eine Bewegung gemacht haben? Ich glaube, die kommt sogar aus dem Wrestling von irgendwelchen Pansen dort. Tja, und wovon rede ich wohl hier, wenn ich nun auf Platz 3 eingehe? Ganz klar, Frontheben.
So wird es den meisten geläufig sein. Und ich muss dazu sagen, schon als ich angefangen habe mit dem Training, nach nur einem halben Jahr und ich langsam begriffen habe, wie Muskeln funktionieren, wie Kontraktionen funktionieren und welchen Sinn Übungen machen, habe ich diese bereits in Frage gestellt. Zum einen, weil wir sie nun mal abwechselnd nutzen. Und an dieser Stelle eine Ehrenerwähnung, auch Bizeps-Curls, die man abwechselnd macht und dabei immer einen Arm für ein paar Sekunden pausieren lässt, sind absolut überschätzt. Keine Ahnung, warum man dieses Trainingsprinzip mittendrin integriert. Aber hier bei Frontheben ist es genau das Gleiche. Warum nochmal im Wechsel? Aber darum geht es gar nicht bei der Übung. Sondern vor allem, weil wir eine absolut unnatürliche Bewegung mal wieder haben. Da haben wir es wieder, das ist natürlich. Sie fühlt sich eigentlich nie gut an. Und jetzt werden einige widersprechen, aber bei mir fühlt sie sich gut an. Aber dann ist sie für einen Teil des Muskels, den wir, und das habe ich beim Schulterdrücken ja schon erwähnt, absolut schon trainiert haben. Die meisten Menschen haben ihn sogar absolut übertrainiert. Und den wollen wir jetzt auch noch isoliert haben, indem wir das hier machen. Eine Gewichtssteigerung ist sogar gar eher ungesund. Und die Technik lässt zu wünschen übrig. Ich muss es schon fast im Wechsel machen, weil ich sonst vorne überkippe. Wenn ich es richtig machen würde, würde ich das quasi mit beiden Armen nach vorne ziehen. Aber bitte, für wen fühlt sich das denn echt gut an da draußen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich sehe es immer seltener im Studio und das freut mich auch. Aber das ist eine Übung, die kenne ich höchstens noch so ein bisschen aus dem Flex Magazine von damals oder so. Brauchte ich noch nie. So, und Trommelwirbel, jetzt wird's spannend. Wo werde ich wohl hingehen? Was wird Platz 2 der absolut überschätztesten Übungen sein? Oh, es tut mir so leid. Bankdrücken. Das heilige Bankdrücken. Vor allem das Freihantelbankdrücken. Diese Übung ist sicherlich keine schlechte und sicherlich auch nicht unbedingt absolut ungesund oder gefährlich, aber sie ist bei weitem nicht so effektiv und wichtig, wie die meisten Leute es mit ihrem Stolz verknüpfen. Denn diese Übung ist nicht umsonst oft mit dem Namen die Königsdisziplin des Bodybuildings versehen. Aber tatsächlich so richtig königlich macht sie nichts. Viele von euch spüren darin alles andere bis auf die Brust, komischerweise dann aber an der Maschine, aber machen sie trotzdem immer, immer wieder. 3 Jahre später wieder, 6 Jahre später wieder, 10 Jahre später wieder. Denn jeder Gymbro wird euch erzählen, dass diese unheimlich wichtig ist und wer nicht richtig drücken kann, der gehört nicht dazu. Was ist die erste Frage, die man euch stellt, wenn man weiß, ihr macht auch Bodybuilding? Wie viel drückst du? Tja, diese Übung ist einfach bestenfalls so effizient wie alle anderen, die man machen kann. Sowohl an Maschinen, ihr werdet es nicht gerne hören, als auch natürlich die Kurzhantelversionen, aber selbst Isolationsübungen. Also, ihr müsst nicht drücken können, um dazu zu gehören. Und bei Platz 1 muss ich ja schon sagen, ist es mir schon fast unangenehm, denn allmählich wirkt es so ein bisschen so auf diesem Kanal, als würde ich ihn extra errichtet haben, um gegen diese Übung zu schießen. Es ist nun mal schon das dutzendste Video, was darüber kommt. Seltsamerweise, obwohl ich es nicht unbedingt bezweckt habe. Aber ja, die Rede ist von Platz 1 der meist überschätzten Übungen, Kniebeugen. Kniebeugen habe ich erwähnt bei den gefährlichsten und ungesündesten Übungen. Ich habe euch die Ersatzübungen gezeigt für Kniebeugen. Ich habe euch von meiner Geschichte mit Kniebeugen erzählt. Aber jetzt kann man ja denken, oh, das ist eine ganz individuelle Geschichte. Du bist eben besonders empfindlich oder hast es nie gelernt oder du kannst es nicht. Aber Fakt ist, die meisten überschätzen diese Übung, weil man mit dieser Übung einfach erst zum Kreis der wahren Bodybuilder und Krafttrainierenden dazugehört. Keine Übung ist, glaube ich, mit noch mehr Stolz im Bodybuilding verbunden als die sagenumwogene Kniebeuge. Und keiner ist mehr stolz als derjenige, der verletzungsfrei davonkommt und sagen kann, ich habe die Technik wirklich drauf, ihr alle nicht. Ach ja, macht's gerne weiter, während alle anderen vielleicht die gleichen Oberschenkel aufbauen, selbst wenn sie nur Isolationsübungen machen, viel weniger Gewicht benutzen oder die Technik nicht beherrschen. Ihr habt Dutzende von Maschinen, ganz viele Möglichkeiten und es gibt sogar Fahrradfahrer, die große Oberschenkel aufgebaut haben und das auch ganz ohne Gewicht und ohne Kniebeugen. Definitiv die überschätzteste Übung im gesamten Bodybuilding, weil sie eben den Thron bewohnt. Jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Top 5, Top 6, Top 7, welche auch immer. Und natürlich, was ihr mal wieder zu meinen Top 5 sagt. Lasst euch aus, lasst euch in den Kommentaren aus und wir sehen uns dann bald wieder. Wer nun mal wissen möchte, was für mich die ungesündesten Übungen sind, naja, die findet ihr hier. Ansonsten schaut mal bei Protein Arena vorbei. Ihr findet eure Lieblingssupplements nicht nur von einer Marke.
und spart auch noch 15% dabei mit dem Code GOTTI15. Und abonniert den Kanal, verpasst kein Video mehr, schaut euch mal die anderen an, lasst mir ein Like da und hämmert in die Tasten. Bis bald, euer Gotti.